Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und hier mit Familie Traumtänzer und zwar Thomas Traumtänzer. Und das ist dieses, ja, das aktuelle oder das erste Traumtänzerhaus mit dem Hugo Traumtänzer. Und heute zeige ich euch die Familiengeschichte der Familie Traumtänzer in diesem Haus mit den Geschichteneditor, also mit dem Fotos, die ich gemacht habe. Wer wohnt hier nochmal? Thomas mit seiner Frau, der Mechthild, und den vier Kindern, Tommaso, Tristan, Tapia und Thekla. Und ganz, ganz am Anfang, da war ganz am Anfang, war Hugo. Wenn ihr Schönsichtingen kennt, dann kennt ihr mit Sicherheit auch Hugo Traumtänzer. Und hier ist seine Frau, die Dorothea. Die beiden waren zusammen. Das war quasi vor der Zeit, wo wir das eigentlich dann gesagt bekommen. Das hier ist Dorothea und der kleine Dirk. Und die Mutter Dorothea, die stirbt. Hier, da seht ihr dann, der Dirk ist hier Teenie. Und das ist das Grab. Das war auch irgendwo hier auf dem Grundstück dann noch vorhanden. Und Cassandra, Cassandra Krusel hier, die himmelt den Hugo an. Und Hugos Leidenschaft ist es zu malen. Und ja, der erste Kuss, hier seht ihr vielleicht im Hintergrund auch noch, das Haus ist sehr sporadisch eingerichtet. Da hinten ist noch die Küche. Heiratsantrag hier direkt von Hugo an Cassandra Krusel. Und die beiden verstehen sich auch gut. Und ja, Streicheleinheiten. Und das Haus, also hier gerade mal noch die zweite Etage hier aufgesetzt. Man sieht noch ganz, ganz anders aus als jetzt. Hier oben, da war das Schlafzimmer im zweiten Stock und das war ein komplett freier Raum. War auch eigentlich relativ lang freier Raum. Und hier ist noch ein kleines Bad. Ja, Cassandra und Hugo. Und da wird ein Kind gemacht. Dirk wohnt natürlich auch noch in diesem Haus. Ne? Das ist Dirk, Dirk und Cassandra. Er hat sich eigentlich immer ganz gut auch mit Cassandra verstanden. Hier unten in der Küche, die noch ziemlich, ja, ich weiß nicht, sehr langweilig eigentlich aussieht. Die neue Couch und neue Fernseher. Da habe ich das dann schon reingebracht. Ich glaube, er hatte damals noch hier unten gewohnt. Das heutige Esszimmer. So, Cassandra ist schwanger zum ersten Mal. Und es wird Herbst, die Blätter fallen und Hugo malt weiter, denn das ist einfach seine Leidenschaft. Und Tini kommt, also das Kind wird geboren und es ist Tini Traumtänzer, die heutige Tini Braun. Hugo ist ganz aufgeregt, dass Cassandra ist in den Wehen und bald ist es soweit. Yeah. So, dann kommt der Winter und Cassandra und Hugo hier oben im Duett, das ist jetzt ganz oben, jetzt ist schon die dritte Etage quasi gemacht worden. Und hier unten kam Tini dann rein, in das untere Zimmer, das heute eben das Esszimmer ist. Und hier wird Tini gerade zum Kleinkind mit Gisela. Gisela, eine meiner Kindermädchen, auch hier mal mit dabei. Tini lernt laufen und sprechen von der Mama. Und ja, wieder was gelernt. Yay. Sprechen und Töpfchen gehen. Und das ist eben Tinis Zimmer hier unten in Pink gehalten. Und dann haben sie ein Kind adoptiert. Und das ist nämlich die Britta. Britta, neuer Familienzuwachs, kam als Kind auch quasi hier in die Familie. Und sie bekam hier oben ein kleines Zimmerchen eingerichtet. Das ist die heutige Britta Lothario. Das ist Britta und das ist ja, der Hugo. Und da vorne, das ist noch, man sieht, sie ist noch Kleinkind, die Teenie. Deswegen ist Britta die Ältere, auch wenn sie später in die Familie kam. Und jetzt wird aber auch Teenie zum Kind. Yay, es ist Winter und sie bekommt ein neues Zimmer. Also neue Sachen. Dirk ist hier noch beim Schachspielen und auch er wird jetzt erwachsen. Also ihr erinnert euch, er ist jetzt erwachsen und die anderen beiden sind jetzt beide Kinder in dem Moment. Das hier ist der als Mann. Dirk wird dann Lilly hübsch heiraten und wird dort auch einziehen und ihren Namen annehmen. Cassandra ist schon wieder schwanger. Oh ja, zum zweiten Mal. Wird es nun ein Junge oder ein Mädchen? Hm. Jo, Tini bekommt dann das Zimmer von Dirk. Also das war ja damals erstmal dann Dirks Zimmer und jetzt ist Tini hier nach oben gezogen und hat dieses riesige, große Zimmer bekommen. So, das ist dann der erste Stock. Auch ein bisschen, glaube ich, habe ich, ne, wobei noch nicht so ganz umgeräumt. So ein kleines bisschen das Wohnzimmer. Und
Cassandra in den Wehen. Ui, das schmerzt. Und das Baby kommt. Und Thorsten ist gekommen. Thorsten ist der erste Junge, aber da kommt noch ein Baby. Und das sind Zwillinge. Und dann ist auch Thomas auf die Welt gekommen. Und Thomas ist ja derjenige, der jetzt in diesem Haus noch wohnt. Britta begrüßt die beiden, die zu dem Zeitpunkt noch ein Kind ist. Und natürlich auch Tini. Alle begrüßen sie, die Zwillinge. Cassandra hier beim Singen, Hugo beim Klavierspielen und die Babys sind im ersten Stock, also unten quasi, das habe ich immer als erstes Stock angesehen, also unten drin. Und ja, es sind ja Jungs, deswegen blau-grün. Ja, das weiß ich gerade nicht, ob es Thorsten oder Thomas ist, also mit eins der Babys. Gisela ist auch zur Verstärkung da, die hilft natürlich wieder mit, das ist Cassandra, die glücklich drei Kinder auf die Welt gebracht hat. Tini hat noch Freunde mitgebracht und Britta hat Geburtstag hier. Da wird sie gerade zum Tini. Yay! Hugo hat auch Geburtstag und wird dann zum Knacker. Und ja, das Haus mal wieder. Hier wird dann Thorsten und Thomas werden dann zum Kleinkind. Auch Gisela ist immer noch zur Hilfe eben hier als Kindermädchen im Haus. Geburtstagskuchen, ja, kleine Party und Cassandra mit einem der Jungen, der nicht größer werden will. Das Problem habe ich immer mal wieder, dass irgendwelche Kids oder andere eben nicht größer werden wollen. Und das ist Brittas neue Frisur, die sie auch heute noch hat. So, das ist Tini und die beiden Jungs. Ja, der eine ist immer noch, man sieht ja, der ist ein Kleinkind und er hier ist das eben nicht. Und nun hat es auch der andere geschafft und ist dann Kleinkind geworden. Zwei Kleinkinder sind schon anstrengend. Hier lernt einer laufen. Tini und Hugo, da hinten lernt auch wieder einer. Dann hat auch Tini Geburtstag und wird dann zum Tini. Tini wird zum Tini. Ja, genau. So, hier ist Tini beim Klavierspielen. Einer der Jungs lernt aufs Töpfchen zu gehen hier. Das könnte sogar Tini selbst sein, ich weiß es nicht. Und während der andere das Sprechen lernt. Also sind alle fleißig, fleißig, fleißig. Hier sieht man Don Lothario noch hier hinten. Und Party, weil jetzt auch die Jungs älter werden. Viele Gäste sind da. Party wird gemacht und der nächste Kuchen. Das hier ist, wie heißt sie? Mary Claire. Hübsch. Wieder werden die Kerzen ausgeblasen und Party gemacht. Gleich sind beide Kinder und Britta muss aufs Klo hier hinten. Genau. Große Party in der Küche hier unten. Und yay, das neue Zimmer der Jungs im dritten Stock. Dini musste wieder nach unten. Die Jungs haben das große Zimmer eben bekommen. Dafür haben sie zu zweit quasi ein Zimmer. Ja, genau. Das habe ich nochmal geschrieben. Hier unten dann die Eltern beim Lernen. Und hinten ist Tini in ihrem neuen Zimmer. Die hat wieder das Zimmer übernommen, das sie als Kind ja auch schon hatte. Und hier beim Essen. Britta, eines der Jungs und Tini. Und ein Stromschlag erwischte unseren lieben Hugo. Tja, hat aber überlebt. Cassandra in Arbeitskluft, keine Ahnung, was sie damals macht. Das sieht militärisch aus. Im Dunkeln wird hier noch gespielt, die Jungs, glaube ich, oder auch Schach gespielt. Dirk ist zu Besuch, ab und zu kommt er noch mal vorbei. Und auch Cassandra hat nun Geburtstag und wird zur Seniorin Knacker. Cassandra. Während hier hinten Don und Nina noch Erwachsene sind. Spielen im Schnee, draußen hat es geschneit. In der Küche, alle lernen, sie alle machen, sie haben Erfolg und so weiter. Hier Karaoke, einer der Jungs. Und Vanessa Dorn ist zu Besuch. Ah, Vanessa Dorn ist schwanger mit eines der drei Kindern, den sie hat. Und hier ist noch Cassandra. Die beiden Jungs hier quatschen über Fußball. Und wieder ist ein Geburtstag. Ah, einer der Jungs ist da. Die Jungs machen Party und werden jetzt auch zum Teenie. Thomas und Thorsten. Alle beide, sie waren dann doch irgendwie relativ ähnlich oder zur ähnlichen Zeit dann zusammen. Hier der große Garten. Cassandra freut sich von der Arbeit. Britta in Schulkluft.
Privatschulen-Kluft. Genau, Tini auch. Und ja, einer der Jungs wehrt sich noch gegen die Kluft. Cassandra geht arbeiten. Thomas spielt Klavier. Ist Togo beim Malen. Und Thomas will ein Blind Date haben. Und Carmen Frisch ist sein erstes Date. Naja, gut. Das Haus, von weitem sogar. Nochmal eine Party? Weiß ich nicht. Hier haben wir Bob. Bob Braun, das ist der zukünftige Mann von Tini. Auf jeden Fall hier alle Schlammbader und Britta hat Geburtstag. Britta wird, ja, sie wird, ich weiß gar nicht, ihren zukünftigen, der steht hier nicht rum. Sie wird ja Claudio Lothario heiraten. Aber auch von den Lotharios ist gerade keiner da. Na gut, auf jeden Fall Jubel und sie wird älter, erwachsen, sieht immer noch ziemlich cool aus. Gleich ein Blind Date mit Abraham Wagner. Ist er der? Und auch einer der Jungs sind noch ein Date und das Date ist mit Franzi Schneider. Nun gut, ein Taxi. Jo, Tini knutscht, ich weiß gar nicht, wer hier jetzt abgeholt wird, keine Ahnung. Tini, ach so, Britta wahrscheinlich, ne? Britta wird dann ausziehen und wird dann Claudio heiraten. Ja. Tini knutscht mit Stefan Sims. Ach ja, die beiden sind heute noch sehr gut befreundet. Das wäre ja die zweite Wahl gewesen für beide irgendwie. Die beiden verlieben sich und tanzen. Und Cassandra in Abendgarderobe. Auch. Die nächste hat Geburtstag. Tini wird älter. Oh mein Gott, das geht ihr Abschlag eins nach dem anderen. Tini wird erwachsen. Und ich guck mal, ihr Mann ist jetzt nicht wirklich hier. Das da hinten ist Stefan Sims. Ja, da ist auch Dirk, ist auch wieder da. Yay. Wer das ist, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist sie dann erwachsen geworden. Juhu. So, sie will dann auch ausziehen. Und der Hugo, der Senior, der tanzt. Und Tini will aber noch ein Date haben. Und dieses Mal ist es Bob Braun, tatsächlich. Bob Braun, ihr zukünftiger Mann. Sie unterhalten sich gut, tanzen und ganz eng und ja, wie wild. Und unterhalten sich gut und küssen sich und verlieben sich. Oh, ein tolles Date. So, dass er hier auch noch ein traumhaftes Date Blumenstrauß-Geschenk hier mitbringt. So, Hugo schaut in die Sterne. Irgendeiner der Jungs sitzt hier hinten. Und er wird von Außerirdischen entführt. Oh mein Gott. Auch Hugo hat es mal erwischt. Thorsten verliebt sich in Raphael. Ach ja, genau. Thorsten war am Anfang stand er auf Jungs. Und das hier ist Raphael Ottomas. Die beiden waren hier mal zusammen. Und der Sensemann kommt. Hugo hat ein Date mit dem Tod, mit dem Sensemann. Hugo wurde 72 Jahre alt, das ist ja doch noch ganz viel. Er bekam 5 Kinder in 2 Ehen, hatte eine Frau verloren und bekam noch mit, dass Dirk Lilly heiratet, Britta Claudio Lothario und dass Tini mit Bob Braun zusammenzog. Er lernte noch Dirks 3 Kinder sogar kennen. Immerhin. Und dann war Hugo Geschichte. Und das brachte Cassandra in den Wahnsinn. Ja, sie hat das sehr, sehr getrauert. Sie brauchte unbedingt einen Dog dann. Na gut. Das neue Zimmer mit Bastel-Eck und Fitnessgeräte ist das untere Zimmer, da Tini ja jetzt auch rausgezogen war. Es war also jetzt nur noch Cassandra und die 2 Jungs übrig. Und Thorsten lernt hier den Feuertanz. Hier lernt einer. Also hier ist auch nur noch ein Bett drin. Dann ist hier Silke Sieber ist hier eingezogen. Genau, Silke Sieber, ich weiß gar nicht mehr warum, habe ich die in die hier einziehen lassen. Auf jeden Fall war sie hier. Cassandra geht in Rente und im Garten ein neues Aquarium. Und dann brennt es auch noch im Garten, mehrmals. Und Gina kommt zu Besuch. Hier Cassandra mit einem der Jungs und beim Essen. Und nun kommt auch Cassandra. Und ja, sie wird auch abgeholt. Achso, deswegen habe ich Silke Sieber geholt, weil ich wusste, dass Cassandra nicht mehr so lange hat, dass eine erwachsene Person im Haushalt ist.
weil die beiden Jungs sind ja noch Teenie. So, sie will noch nicht, sie wehrt sich. Die Kinder sind ja doch noch Teenies und deswegen wehrt sie sich. Und ja, Britta hat Claudio Lothario geheiratet. Das hat sie noch mitbekommen und zwei Jungs bekommen. Das hat sie auch noch eben mitbekommen. Teenie hat Bob geheiratet und einen Jungen geboren. Und die Zwillinge werden erst in 4 Tagen erwachsen. Und Cassandra hinterlässt also somit 2 Töchter, 2 Teenie-Söhne und 3 Enkelsöhne. Das hat sie alles noch mitbekommen. Mehr leider nicht. Es werden ja noch einige mehr. Silke trauert. Nun muss sie die Teenies weiter erziehen. Und wir haben eine Aladdin-Lampe bekommen. Yay! Und da hat sich Thorsten zum Beispiel auch ewige Jugend oder so ähnlich gewünscht. Und deswegen wurde er dann sehr viel später erst älter. Silke hat sich auf jeden Fall in Claudio verliebt. Ihr erinnert euch, Claudio ist also quasi der Mann von Britta hier, ja. Und hier liegt sie mit ihm im Bett. Und sie können einfach nicht anders und techteln. Und ja, Thomas will auch nochmal ein Blind Date haben. Und Mechthild, yay, das ist seine zukünftige. Also mit einem Blind Date hat er sie kennengelernt. Und ja, und hier singen sie noch zusammen und verlieben sich ineinander. Und als Fernseher bringt sie als Geschenk. So, und Silke ist es jetzt übel. Sie ist schwanger von Claudio. Oh mein Gott. So, hier, sie tanzt. Silke tanzt. Die Liebespost von Mechthild an Thomas kommt hier an. Die Brüder beim Hausaufgaben machen. Mechthild ist nochmal zu Besuch. Thomas verliebt sich einfach in sie. Er küsst sie. Ja, das ist die große Liebe. Silke ist hier hochschwanger. Der Bauch wächst und die Wehen kommen. Die Wehen kommen hier unten im fast Eingangsbereich. Der Besuch muss zuschauen und Sam ist geboren. Yay, Sam. Dann hat Thomas Geburtstag. Warum er das Baby in der Hand hat, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall Geburtstag. Hier, da wird er älter. Und Thomas ist gut aufgewachsen, während Schwester Britta Sam füttert, die Schwester hier, selbst schwanger, anscheinend mit der Jüngsten, mit der Nina. Und auch Mechthild habe ich dann erwachsen werden lassen. Die war ja auch hier zur Party und verstehen sich immer mehr. Und ja, sie flirten und küssen sich und Party und so weiter. Und Thorsten selber küsst Andrea Antonini. Er hat sich jetzt so ein bisschen in sie verliebt, ja. Und Thomas muss hier stehen. Moment. Thomas ist mit Mechthild im Bett gelandet nach der Party. Und sie techteln, verloben sich, aber sie sind nicht wirklich so begeistert damit, weil sie beide die Romantik eigentlich haben. So, die Küche noch in gelb-braun. Achso, die habe ich hier dann verändert. Hier irgendwo eine böse Hexe gefunden. Thorsten hat einen neuen Look bekommen. Thomas auch neue Klamotten. Und Mechthild ist schwanger geworden. Oh mein Gott. Dann musste also doch geheiratet werden. Die Hochzeitsparty hat begonnen. Die Hochzeitsgäste. Hier Thomas und Mechthild mit Bauch. Nun gut. Die Hochzeitsgäste hier hinten. Britta und Teenie sind froh, dass der eine Zwilling eine Frau hat. Sie feiern. Und Mechthild ist einfach aber nicht so begeistert. Es ist rot hier oben drüber. Eigentlich hätte sie lieber was anderes machen wollen. Und Thomas flirtet schon wieder mit Silke. Uiuiui, ui, ui. Ja, an seinem Hochzeitstag. Neue Küche in blau. Das wurde dann jetzt eine blaue Küche. Aber immer noch dort, wo die andere früher damals auch war. Hier beim Blasenmachen. Neue Kommode im Elternschlafzimmer. Das ist auch ganz neu eingerichtet worden. Auch die Küche wurde nochmal verändert. Und ja, eine hübsche Küche, ist ein bisschen heller geworden. Das Bad im 2. Stock, auch ein neuer Look. Und die Wehen kommen im Schlafzimmer, oh mein Gott. Und Tristan ist geboren. Und gleich danach natürlich Zwilling Tommaso auch noch. Oh je, Zwillinge. Dann musste ich hier umbauen, habe hier dann ein Zimmer hingebaut. In grün und blau für die beiden Jungs. Und Mechthild ist verrückt. Verloben, verheiraten und nun auch noch Zwillinge. So hat sie sich ihr junges Erwachsenenleben nicht vorgestellt. Auch bei ihr musste der Doc kommen.
und sie dann wieder aufbauen. Nun gut, Thorsten hat es nun auch endlich geschafft und wird nun endlich auch älter. Er ist erwachsen geworden und er wird ja die Sandra heiraten. Hier hinten, das ist übrigens Andrea. Oh, mit der hat er ja auch schon geflirtet gehabt. Das ist Andrea Antonini. Ja, und hier ist aber die Sandra. Sandra Wandervogel, die er dann bald heiraten wird. Er wird jetzt dann ausziehen. Und hier Stromschlag, aua! Ein weiteres Techtelmechtel. Oh, Mechtelt, lässt du dich darauf ein? Ja. Thorsten hier mit einem seiner Neffen. Und Mechtelt ist es wieder übel. Hier zieht, denke ich mal, Thorsten aus. Ja, da ist er. Und Mechtelt steht hier im Schlafzimmer. Und die Jungs werden Kleinkinder. Es gibt wieder eine große Party. Thorsten ist auch wieder gekommen. Silke auch. Tini und Britta natürlich. Die ganze Familie wieder da. Und es gibt große Party. Und die Jungs werden Kleinkinder. Yep. So, hier wird gebadet. Und Mechtelt ist genervt irgendwie. Beim Sprechen lernen. Ja, dann lernen die Jungs natürlich. Sie ist wieder schwanger, so wie es aussieht, ne? Beim Sprechen lernen, hier laufen lernen. Wir haben die, ich meine, sie hätte Gina geheißen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wieder ein Kindermädchen geholt. Und die musste einfach helfen. Mechtelt war so was von überfordert einfach. Ja, Mechtelts Bauch wächst. Ja, die Kleinkinder hier fleißig lernen, sprechen, laufen. Aufs Töpfchen gehen. Oh ja, geschafft. Und irgendwo dazwischen, das habe ich anscheinend nicht mehr, keine Fotos gemacht, sind die Mädels auf die Welt gekommen. Es waren ja wieder Zwillinge, meine Güte. Und hier schon wieder Geburtstag und die Jungs werden bereits zu Kindern. Ich habe hier auch übrigens die Küche dann umgebaut. Da hinten jetzt ist das Esszimmer, hier ist die Küche und das Wohnzimmer auf der anderen Seite. Ja, so da hinten war ja früher die Küche. Die ist jetzt hier vorne. So, und Jungs sind Kinder. Hier oben neues Schlafzimmer. Sie lernen zusammen. Und auch die Zwillingsmädchen wurden zu Kleinkindern. Und das sind sie ja momentan noch. Sie lernen fleißig mit Gina auch, die Gott sei Dank noch da ist und noch da war. Und alles lernen. Tja, und das ist nochmal Mechtelt. Und dann kommt der Sensemann. Und holt wirklich die Gina dann auch ab. Sie hat ihren Lebensabend quasi bei den Traumtänzern geführt. Das hier ist nochmal Thomas. Sieht ein bisschen aus wie der Papa, aber vielleicht nicht ganz. Wobei man könnte ihm noch ein bisschen, eigentlich das könnte ich beim nächsten Mal, wenn ich daran denke, könnte ich das wirklich machen, dass ich ihm mal auch so ein Bart gebe wie seinem Vater. Dann sieht er ihm auch total ähnlich. So, das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben und oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Sakina Dao. Ciao, ciao.